Höhere Bandbreiten, das Internet der Dinge, IT-Security. Auf der CeBIT 2015 in Hannover setzt sich der VDE intensiv mit den Megathemen der Branche auseinander. Ja, der VDE ist ja der Verband der Elektrotechnik, Informationstechnik. Und aus dem Grund zeigen wir in diesem Jahr wieder Smart-Home-Themen, Informationssicherheit, Datenschutz. Wir zeigen, damit der Verbraucher sieht, dass er sich bei der Smart-Home-Technik sicher fühlen kann. Dafür stehen wir mit Prüfung und Zertifizierung, aber auch mit der Standardisierung an der Stelle. Der Trendcheck des VDE analysiert die Positionierung Deutschlands und Europas im internationalen Wettbewerb. Die Förderung von Basistechnologien und der Bereich der Telekommunikation sind dabei wichtige Indikatoren. Da haben wir in Deutschland einerseits eine gute Position, indem wir sehr viele kleine mittelständische Unternehmen haben, die World Champions sind. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir insbesondere in der Mikroelektronik den weltweiten Anschluss nicht verlieren. Deshalb will der VDE die wissenschaftlich-technische Kompetenz in Deutschland erhalten und weiter ausbauen. Gerade bei dem Thema 5G und wenn es darum geht, Internet der Dinge, die Zusammenarbeit der ganzen Sensorsysteme, der Autoindustrie, der Kommunikation, da haben wir einen Vorteil. Der ist in Asien und Nordamerika nicht so stark ausgeprägt. Wenn wir das nutzen beim Internet der Dinge, dann haben wir die Möglichkeit, hier mal die nächste Revolution, sprich das vierte Wirtschaftswunder, wie es so schön nennt, dann entsprechend in Europa zu haben. Für dieses große Ziel fordert der VDE mehr Engagement der Politik bei der Förderung von Mikroelektronik, IKT-Infrastruktur und Industrie 4.0. Die Produktion von Chips in Europa und die Innovationsförderung mittelständischer Unternehmen sind dabei wichtige Schritte in diese Richtung.